Der 22.02.2022. Was für ein magisches Datum. Für Vanessa Schwabe und Wiegand Mühlhäuser ist heute der schönste Tag ihres Lebens. Immer wieder. Sie gaben sich heute in Grünheide das Jawort. Für sie ist der 22.02.2022 nicht nur wegen der vielen Zweien ein schönes Datum, sondern... Das ist zufälligerweise unser dreijähriges Jubiläum. Okay. Und von daher hat sich das ganz gut angeboten. Ja, also ein schönes Datum, ist leicht zu merken. Ja, wir haben gesagt, jetzt oder nie. Dann haben wir es einfach gemacht. Das Paar ist eines von vielen, die dieses heutige Datum für ihre Hochzeit gewählt haben. Ob in Erkner, Fürstenwalde oder Grünheide, überall in der Region hatten die Standesämter heute mehr zu tun. Braut Vanessa hat sich für ihren Tag schick gemacht und besondere Strümpfe angezogen. Wir haben die einmal der jetzige Zustand und dann, wie wir aussehen werden, wenn wir alt sind. Das war für jetzt und immer. Das Brautpaar freut sich, dass es heute in der neuen Heimat an diesem Datum heiraten konnte. Wir sind ja frisch hierher gezogen, also was heißt frisch, letztes Jahr genau. Genau. Und wohnen jetzt in Kagel und hier haben wir gesagt, hier wollen wir für immer bleiben und dann werden wir es natürlich auch hier machen. Der 22.02.2022, für Vanessa und ihren Ehemann sowie für viele andere Brautleute ein Glückstag. Und für die frisch gebackenen Ehemänner auch ein gutes Datum, um künftig keinen Hochzeitstag mehr zu verpassen. Woltersdorf bekommt einen neuen Bürgermeister, den 31-jährigen Christian Stauch von der SPD. Er ist hier aufgewachsen und will einiges anders machen. Verändern möchte ich vor allem, dass wir als Verwaltung mehr mit den Bürgern einfach auch in den Kontakt kommen. Ne, dass wir mit den Straßenausbaumaßnahmen, insbesondere die Erschließung, dass wir die Einwohner schon vorher beteiligen, dass wir vorher einfach mal ein Stimmungsbild einholen. Die Jugendlichen in Woltersdorf dürfen sich schon auf den Sommer freuen. Wenn es nach Stauch geht, können sie hier bald mehr machen als nur baden. An dieser Stelle stelle ich mir vor, gemeinsam mit dem Jugendbeirat noch in diesem Jahr den Beachvolleyballplatz zu errichten auf einer Fläche oder auf der hinteren Fläche unseres Strandes hier. Der junge Vater Stauch will auch die Schulwege sicherer machen. Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schule zum Ärger der Anwohner. Bessere Wege sollen Entspannung bringen. Ich stelle mir vor, dass wir Haltepunkte installieren hier im Ort, das haben wir auch schon mal vorgeschlagen, wo dann die Eltern die Kinder absetzen können und die Kinder gemeinsam zur Schule laufen. Das Ganze wird dann auch nochmal unterstützt mit Fußtapsen, die auf dem Boden angebracht sind, sodass die Kinder auch wissen, okay, das ist jetzt gerade mein Weg. Stauch hat sich einiges vorgenommen. Sein erster Tag als Bürgermeister beginnt am Donnerstag. Die Grünheider Sumpfschildkröten sind in der Winterruhe, allerdings nicht in ihrem Teich, sondern hier im Schuppen von ihrem Betreuer und Pfleger Lothar Ziewitzer. Weil wir keinen richtigen Winter haben. Unser Winterquartier ist zu warm und deswegen haben wir sie jetzt hier notdürftig untergebracht, weil es hier kühler ist. Im Winterquartier sind an die 15 Grad und es ist einfach zu warm. Seit 1961 kümmert sich der Rentner um die Tiere, pflegt und füttert sie und bringt sie zum Tierarzt. Das tut ihnen offenbar gut. Also wir haben jedes Jahr, finden wir Jungtiere, die wir allerdings nicht behalten können, weil wir wollen ja keine Schildkrötensuppe. Wir dürfen auch nur so und so viele Tiere drin erhalten. Die anderen werden dann an Zuhandlung vermittelt. Aber wir stellen fest, dass wir 20, 30, manchmal sogar 40 Jungtiere im Herbst absammeln. Wie gesagt, die wir dann vermitteln. Und das ist der Beweis dafür, dass sie sich gerne vermehren möchten. Wann sie wieder ausgesetzt werden können, ist noch nicht klar. Das hängt vom Wetter ab.